Lionel Messi wurde im Spitzenspiel gegen Lyon beim Stand von 1:1 in der 76. Minute ausgewechselt. Für viele Fans eine fragwürdige Entscheidung. Ich denke, wir wissen alle, dass wir in diesem 35-Mann-Kader großartige Spieler haben. Es können nur 11 Spieler spielen. Mehr können wir nicht einsetzen. Die Entscheidungen im Spiel werden zum Wohle der Mannschaft und zum Wohle jedes einzelnen Spielers getroffen. Jeder Trainer denkt darüber nach. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Manchmal gefällt es den Spielern und manchmal nicht. Letzten Endes sind wir deshalb hier. Das sind Entscheidungen, die der Trainer treffen muss. Was seine Reaktion angeht, so habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht, und er sagte, es gehe ihm gut. Das war's. Das war unser Austausch. So erklärte Pochettino die Auswechslung des Superstars im Spitzenspiel, dass Paris in der Nachspielzeit gewinnen konnte. Ex-Werder-Torhüter Tim Wiese ist beim Nordderby der Eintritt in die VIP-Loge verwehrt worden. Doch Wiese verschaffte sich Zutritt und wurde anschließend rausgeworfen. Werders Mediendirektor Michael Rudolf erklärte in der Bild: Tim Wiese wollte nach dem Spiel vom VIP-Club Süd in den VIP-Club Nord gehen, was das Hygienekonzept nicht zulässt. Entsprechende Hinweise ignorierte er. Sein Verhalten war dabei nicht zu akzeptieren. Das brachte den Ex-Keeper richtig zum Kochen. Der meinte, dass es eine Frechheit sei und er niemals kontrolliert worden sei. Das war komplett überzogen. Die Aktion passt zum Spiel und zum Verein. Einfach nur lachhaft. Ich habe mich gefühlt wie ein Aussätziger, kritisierte der 39-Jährige in der Bild seinen Ex-Club. Als Wiese aus der Loge geworfen wurde, kam es zu einem Gerangel und einem Wortgefecht. Ex-United-Spieler Roy Keane verteidigt Jadon Sancho, der nach seinem Wechsel vom BVB zu Manchester United noch nicht so richtig angekommen zu sein scheint. Er ist erst 2 Monate im Verein. Es gab eine Menge Veränderungen, neue Spieler kamen in den Verein, lass den Jungen in Ruhe, meinte der Ire, der zwischen 1993 und 2005 für die Red Devils spielte, bei Sky Sports. Er lerne sein Handwerk noch und sei ein junger Spieler, der hohe Erwartungen erhalte, so Keane weiter. Dem 21-Jährigen bleibt aktuell nur die Joker-Rolle, da Trainer Solskjaer auf Superstar Ronaldo und Mason Greenwood setzt. Wir kannten sein Talent und haben ihn mit dem Gedanken verpflichtet, dass wir hier für die nächsten 10 oder 12 Jahre einen Top-Offensivspieler haben werden. Jadon ist dabei, sich zurechtzufinden, erklärte Ole Gunnar Solskjaer bei Sky Sports. Ralf Schumacher äußert sich zu der Dokumentation über seinen Bruder Michael, die aktuell bei Netflix zu sehen ist. Also ich glaube, wir haben bis jetzt vermieden, über diese Themen zu sprechen. Das will man auch weiter so halten, damit ich auch um Verständnis. Ich finde, dieser Film war eh schon sehr, sehr offen in vielerlei Hinsicht, aber das ist dann zu persönlich. Wie auch immer, ich finde auf jeden Fall, um auf den Film zurückzukommen, ja, finde ich das schön, und auch die Reaktionen der Kinder zu sehen, wie sie ihren Vater da sehen, in welche Rolle sie ihn sehen, wie sie ihn erlebt haben, auch die Bilder und auch Corinna, die gesagt hat, Michael wollte dann immer nach Hause, schnell zu den Kindern, und zum Schluss wollte Sabine Kehm dann gesagt hat, zum Schluss wollte eigentlich gar nicht mehr, weil er sich gefragt hat, warum bin ich nicht bei euch? Das kennst du das, sehr gut, ne? Und das kenne ich eben auch sehr, und ich finde das viel wichtiger als alles andere. Seit dem 15. September ist die Schumacher-Dokumentation zu sehen, in der auch sein tragischer Unfall aus dem Jahr 2013 thematisiert wird.